Hallihallo am Donnerstagmorgen. Wir sind wieder hier in Jugisfelden unterwegs. Ja, und was gibt es Neues? Die Felder sind immer noch nicht reif. Den Tieren geht's gut soweit, weil wir die Materialien haben. Also würde ich sagen, wir verdienen weiter Geld und machen Missionen. Und auch hier haben wir eins, wo wir dreschen können. Das ist doch mal schön. Mit dem Riesen New Holland. Das machen wir doch na klar ganz gerne. Auch wenn er jetzt mir hier sagt, 45 Minuten. Gucken wir mal, wie weit wir hier in dieser Folge kommen. Oh. Na. Oh. Ich treffe dieses Dingens immer nicht. So, jetzt aber. So, Drescher aufklappen. Schneidwerk aufklappen. Gerade hinstellen. GPS anmachen. Auf die Breite stellen. Anmachen, losfahren. Wir hauen jetzt einfach mal mitten rein hier. Ja, und dann haben wir wieder Zeit, uns ein bisschen über unser Talk-Thema hier in Jugisfelden zu unterhalten. Über den Motorsport. Ja, wir hatten gesagt, wir kümmern uns in dieser Folge mal ein bisschen um die GT3-Szene. Kurz noch ein Schlückchen. Ja, die GT3-Szene ist im Grunde, kann man sie zweiteilen. Einmal eben so in die nationale deutsche Geschichte, was eben das GT Masters ist, und international, jetzt auf Europa mal bezogen, die Blancpain-Serien mit den Endurance Cup, das heißt, das sind die Langstreckenrennen, und den Sprint Cup, das sind so Stundenrennen. Und ist ja im Grunde ein weiterer Bereich im GT3-Bereich Deutschland, muss man im Grunde auch noch den Langstreckenpokal auf der Nürburgring Nordschleife dazu zählen, weil da gibt es ja auch diese Klasse SP9, das ist die große Klasse, da fahren eben die ganzen GT3-Wagen mit, und da ist ja auch einiges an Prominenz immer da, aber die VLN soll mal ein Thema für sich sein. Wir machen jetzt mal so einen kurzen Rundumschwung, vor allem ums GT Masters. Also das ist eben das nationale oder der nationale Bereich, sage ich jetzt mal, mit interessanten Autos, in diesem Jahr wohl einer Dominanz einer Marke. Da kommen wir auch gleich drauf zu. Aber erstmal, was haben wir da für Autos vertreten? Fangen wir mal an. Wir haben Audi mit dem R8. Wir haben BMW mit dem M6 GT3. Wir haben Porsche mit dem 911er selbstverständlich. Wir haben Lamborghini Huracan. Wir haben Corvette. Wir haben den Mercedes AMG GT oder GT AMG, ich weiß nicht, warum das jetzt genau heißt. Und wir haben als Neu- oder Wiederkehrer Ferrari. Und ich denke, das sind schon mal eine schöne Markenvielfalt, die wir da im nächsten Jahr haben. Und es werden auch, ich schätze mal, über 30 Fahrzeuge an den Start gehen. Also auch ein relativ großes Feld. Und jetzt kommen wir eben zu diesem, ja, nicht Monopol, also zu der Marke, die dann doch ein
Großteil stellen. Das ist in diesem Jahr ist es Audi, die, wenn ich es jetzt so richtig aus dem Kopf weiß, also ich glaube mindestens 10 Autos stellen. Das heißt also, wenn wir nachher 30, 35 Autos haben, ist im Grunde ein Drittel sind das die Autos mit den drei, ne, vier Ringen. Moment, diese drei, wie komme ich auf drei Ringe? Ja, muss man sehen. Also ich ja, es lässt sich jetzt schwer einschätzen, auch wie jetzt die Einstufung sein wird. Also es ist eben so, also das hat man in den letzten Jahren gehabt. Da hat der ADAC, der diese Serie austrägt, die sogenannte Balance of Performance, also die Gleichmachung der verschiedenen Autos, selbst gemacht. Also da werden eben Durchflussmengenbegrenzungen gemacht. Es werden Lufteinlässe vom Durchmesser her einfach so geguckt, dass eben so die Theorie, die Autos relativ identisch sind. Es war eben so, dass es dann doch teilweise, sage ich mal, die eine oder andere Bevorteilung von deutschen Marken gegeben hat. Und das soll sich jetzt in diesem Jahr ändern, denn es wird die Balance of Performance der Blancpain-Serie übernommen. Und die waren in ihren Serien sehr, sehr ausgeglichen. Also das könnte dann im Grunde dazu führen, dass vielleicht alle Marken siegfähig sind. Und das wäre sehr schön. Und das ist eben auch mit ein Grund eben dieser Wechsel, dieser internationalen Balance of Performance, dass zum Beispiel das eine Team HB Racing, genau, die im letzten Jahr noch mit Lamborghini gefahren sind und dort auch massive Probleme allerdings auch hatten. Denen sind ständig die Autos abgefackelt mit Motorschäden. Und die wechseln eben auf den Ferrari F488 GT3. Und das ist einfach auch ein schickes Auto. Also es fährt ja seit der letzten Saison auch in der Langstreckenmeisterschaft mit. Eben dieses Wochenspiegel-Team Monschau, WTM, hat da ja auch schon aufblitzen lassen und wird in diesem Jahr, werden die da in der VLN sogar zwei von den schicken Wägelchen einsetzen. Ja, und es sind eben auch bei den Fahrern da in GT Masters auch der eine oder andere Hochkaräter dabei. Und es tummeln sich auch der eine oder andere berühmte Sohn. So haben wir eben den Luca Ludwig, Sohn vom Klaus Ludwig, den Sebastian Asch als Sohn vom Roland Asch. Und das waren so die Fahrer, also die Väter waren da im Grunde mit die Fahrer, die da aktuell waren, als ich mit dem Motorsport angefangen habe, was so eben, sage ich jetzt mal, DTM Anfang der 90er Jahre. Also das waren eben, da fuhren diese Väter und jetzt sind eben die Söhne aktuell, wobei wir relativ viele Söhne aktuell haben von berühmten Vätern, die in irgendwelchen Rennserien sich ihre Sporen verdienen. Und ja, wie gesagt, also eben GT Masters, viele bekannte Namen auch dabei. Und das Schöne ist, alle Rennen gibt es live zu sehen im Fernsehen bei Sport1, aber auch bei sport1.de als Livestream und da sogar ohne
Werbepause, was na klar sehr, sehr schön ist, was man eben, sage ich jetzt mal, wenn ich mir die Formel 1 angucke, da hast du doch im Grunde gefühlt mehr Werbung wie Rennen nachher. Und wie gesagt, die haben wir da komplett im Netz ohne Werbung zu sehen und werden auf jeden Fall für mich fest eingeplante Termine sein. Ich habe ja immer pro Wochenende zwei Rennen, eines am Samstag, eines am Sonntag. Ja, da müssen wir mal sehen, wie sich das dann so darstellen wird. Das Rennformat da ist im Grunde auch relativ einfach. Zwei Fahrer pro Auto, die sich abwechseln. Eine Stunde Rennzeit und nach einer halben Stunde, also sprich im Bereich der 25. bis 35. Minute, muss ein Boxenstopp gemacht werden, wo dann der Fahrerwechsel vollzogen wird. Und es ist eben so, dass für das eine Rennen fährt der eine Fahrer das Qualifying, für das andere der andere. Und jetzt ist es teilweise so, dass da eben dann auch nicht immer zwei Profis auf dem Auto sitzen, sondern auch durchaus mal ein Profi und ein Amateur. Und das bringt dann auch so ein bisschen die Würze, sage ich mal, in das Ganze rein. Wenn jetzt eben der Amateur nicht ganz so gut ist, dann ist im Grunde, entweder muss er versuchen, den Vorsprung, den der Profi rausgefahren hat, irgendwie zu halten, oder es geht eben nach hinten. Oder wenn eben der Amateur zuerst fährt, der dann vielleicht irgendwo in den Tiefen der Ergebnislisten rumdümpelt und dann muss der Profi ran und muss da die Kohlen aus dem Feuer holen. Und eben so diese Mischung finde ich teilweise ganz interessant. Und es ist eben auch so, dass es da nicht nur die normale Fahrerwertung gibt, es gibt da zudem die sogenannte Gentleman-Wertung. Das ist eben die Wertung für die Amateure. Und es gibt eine Junior-Wertung für die Jungen eben. Und gerade bei der Gentleman-Wertung ist es teilweise eben so, dass die Gentleman-Fahrer das Geld haben und den Einsatz des Autos finanzieren und sich dann eben dazu einen Profi aufs Auto holen, um dann in der Wertung einigermaßen gut dazustehen. Die fahren dann zwar nicht um die Gesamtsiege mit, aber sie gucken halt, dass sie in dieser Gentleman-Wertung einigermaßen zu Rande kommen. Und ja, ist eben ein guter Mix, finde ich. Und der eine oder andere Amateur wird auch besser und besser und besser. Also es gibt da einige, die diesen Amateurstatus haben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt da so für die letzten Jahre mir das angucke, ist zum Beispiel der Rolf Ineichen so ein Fall, der im Grunde eben der Amateurfahrer ist. Und der fuhr jetzt die letzten Jahre bei HB Racing auch, bei Grasser, diese giftgrünen Lamborghini Huracans, also zumindest im letzten Jahr zusammen mit dem Christian Engelhardt, ich glaube im Vorjahr auch, und die haben es geschafft, den einen oder anderen Sieg rauszuholen, also Gesamtsieg sogar, also das fand ich dann auch schon eine bemerkenswerte Leistung. Ja, und da müssen wir mal sehen, wie sich das eben in diesem Jahr alles so abzeichnet. Gucken wir uns an, werden wir dann, denke ich mal, teilweise auch dann aktuell die Rennen uns hier nochmal
in Gedanken rufen, wenn es denn losgegangen ist. Ist ja so, dass diese Rennserie erst etwas später in die Saison startet, ich glaube Ende April, Anfang Mai erst. Aber das soll uns nicht stören, denn auch wenn wir jetzt im Grunde Mitte Februar erst haben, ist das Motorsport ja schon, alt würde ich nicht sagen, aber es hat schon begonnen. Es gab schon das eine oder andere interessante Rennen. Und das wird jetzt immer mehr. Es geht ja jetzt auch langsam los, dass die Formel 1 mit ihren Testfahrten beginnt. Die ersten Autos wurden präsentiert. Aber dazu können wir in einer der anderen Folgen mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, das soll es einmal so jetzt rund um das GT Masters gewesen sein. So mal ein bisschen angerissen. Und wir sind auch schon wieder am Ende angelangt für unsere Folge von heute. Ja, die Zeit vergeht wie im Fluge, wenn man ein bisschen durch die Gegend labern kann. Oh. Ja, ich würde sagen, ich mache hier noch ein bisschen bei der Mission hier weiter. Und sehen uns dann in der nächsten kurz vor Ende der Mission und dann gucken wir, was wir denn so weiter treiben können hier. Bis dahin, macht es gut, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und bis morgen.